Von gestern oder von morgen. Unter diesem Motto fanden gestern Unternehmer und Experten der Industrie zusammen. Darunter auch der ehemalige Spitzenpolitiker Wolfgang Clement. Der einstmalige Ministerpräsident hat konkrete Vorstellungen, wie man den Standort Ruhrgebiet und seine Vorzüge weiter nach vorne bringt. Wir müssen darauf setzen, dass das nördliche Ruhrgebiet bevorzugt bedient wird mit schnellem Internet und dass diese Chance des schnellen Internet dann auch gefördert wird und genutzt wird, um Unternehmensgründer eine solche Gründung von Unternehmen zu ermöglichen, um attraktiv zu werden. Wir müssen darauf achten, dass Gründungen nicht nur und Start-ups nicht nur in Berlin stattfinden, sondern hier im Ruhrgebiet und vor allen Dingen im nördlichen Ruhrgebiet. Mit der Frage, was Deutschland eigentlich stark macht, befasst sich Clement schon lange. Sein Buch Das Deutschlandprinzip zeigt schon alleine mit der Größe und den 480 Seiten, Deutschland hat wirtschaftlich viel zu bieten. Die Sammlung aus Reportagen, Interviews und Porträts, Analysen, Hintergründe und wissenschaftliche Infografiken lassen sich dabei in 5 Bereiche gliedern. Das Deutschlandprinzip ist so etwas wie die Quintessenz der sozialen Marktwirtschaft. Und das hat ein ganz wenige Leitsätze. Wohlstand schafft man nur durch Wirtschaftskraft, also durch Wachstum. Wachstum braucht Innovation, braucht Geist, braucht Tüftler, braucht Erfinder. Innovationen brauchen Freiheit, brauchen unternehmerische Freiheit, brauchen internationale Freiheit. Und wenn man das zusammenbringt, dann kann man soziale Marktwirtschaft praktizieren. Das heißt, aus dem Wirtschaftswachstum auch sozialen Fortschritt formulieren und auch zur Verfügung stellen. Die Podiumsdiskussion richtete sich nach der Suche der zukünftigen Industrie. Dabei wurde ein Blick in die Vergangenheit geworfen und auf den aktuellen Ist-Zustand. Mit dieser Analyse gab es eine ausführliche Diskussion über die Maßnahmen für die Zukunft. Ein Faktor, der dabei immer wieder aufkam, war die Umstrukturierung des Bildungssystems. Erstens mal, wir haben heute gelernt, Duisburg, das Ruhrgebiet, war mal an der Spitze. Es gibt gar keinen Grund, dass sie da nicht wieder hinkommen könnten. Wir wissen aber auch, dass einige Infrastruktur- und Rahmenbedingungen gerade im Bildungsbereich geschaffen werden müssen, damit die Region ihre Potenziale wirklich entfalten kann. Das scheint ganz wichtig zu sein. Auch aktuelle Einflüsse kamen bei der gemeinsamen Veranstaltung des Unternehmerverbands und der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft auf. Einer davon war die Flüchtlingsthematik. In dieser Hinsicht waren sich die meisten einig, wenn alle an einem Strang ziehen, ist diese Herausforderung lösbar. Wenn die Wirtschaft weiter aufnahmefähig ist, wenn es uns gelingt, die Flüchtlinge auf die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze zu bringen, die ihnen eine Chance bieten, entweder besser ausgebildet in ihre Heimat zurückzugehen, für die das möchten, oder die sich hier langfristig integrieren können. Aber nicht nur in dieser Hinsicht sollten Kommunen im Ruhrgebiet künftig besser vernetzt sein. Denn nur ein reger Austausch sichert und fördert die Wirtschaft.